Ja, das war dieser klitzekleine Textlog von der guten alten, ja, unserer Freundin eigentlich, die jetzt nicht mehr, doch nicht unsere Freundin Ellie? Ist. Genau, Ellie. Verstehe. Und ja, ganz schade. Ganz schade? Ja, jetzt hat der Forward zugelegt und jetzt hat sie ein anderer. Ist doch scheiße, aber vielleicht kriegst du sie ja zurück. Eigentlich brutal assi, aber egal. So, Waffen kann ich nicht mit dir handeln, nein. So, soll ich jetzt den die Imba-Waffe ablegen oder nicht? Ach so, stimmt, die ist ja auch nicht, wobei... Na, was meinst du? Nee, ablegen, nee, oder? Nee, geht nicht. Weiß ich nicht, musst du wissen. Ich würde ja, ich weiß ja nicht, ist ja schon recht nützlich. Nützlich ist das bestimmt, ja. Egal, oh, wird jetzt außen. Was liegt denn da? Oder? Upgrade-Platine nee. Habe ich noch. Hm. Oh, plus ein Schaden. Okay, warte, die muss ich noch kurz reinbauen. So, schon wieder ein Plasma-Cutter. So. Hast du die eigentlich jetzt auch bekommen? Was denn? Platine? Platine? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube ja. Es wird gerade aufploppen. Ansonsten musst du mal bei Upgrades ein Schaden gucken. Ja, genau, Schaden. Und Feuerrate ja, musst du doch auch haben. Moment, Schaden, Feuerrate. Ja, okay. Genau, untere Platine. Untere Platine? Ich hab eine obere, oberes und unteres Tool, so. Achso, ich hab, ja, ich hab noch kein unteres Tool, glaube ich. Ne, ich hab noch keins. Okay. Untere Toolspitze. Ist doch bei dem Plasma-Cutter dabei. NV. Hm, ich dachte, bei dem Plasma-Cutter wäre das dabei. Ist es nicht aber eigentlich egal, wo man das reinmacht? Du kannst manchmal nur in das untere oder obere Tool machen, deswegen. Ach so, also, aber sonst, wenn es egal ist, ist es egal. Jo. Okay, weil ich hab die jetzt alle oben reingeknallt. Na dann? Was hab ich denn hier jetzt? Oh, wenn man den Plasmakern wechseln würde auf eine andere Waffe, wären auch die Platinen noch mit da drin. Ah. Oder wie? Okay. Also weiß ich nicht, ich frag dich ja gerade. Nein, ich bin mir nicht mehr sicher, das ist ein bisschen okay. Her. Ich glaube, die sind in dem Tool dann drin, ja. Aber warum kann ich denn die Dosen nicht nehmen? Das ist doch blöd. Ah, hier liegt eine Bierflasche. Naja, sieht zumindest ein bisschen so aus. Also ich glaube, sobald es möglich ist, werde ich mir eine Schrotflinte herstellen, weil die recht nützlich ist. Ja, das stimmt schon. Also die haut auf jeden Fall gut rein. Na, vor allem, wenn die Gegner einfach mal vom Plasma-Cutter nicht berührt werden, ne? Ja. Ich finde eigentlich aus dem zweiten Teil so eine Energiekanone fand ich eigentlich ganz cool. Ups. Dass du die halt alle einfach erstmal schön wieder auf Distanz bringst. Meinst du die oder meinst du dieses, nee, dieses richtige Knockback-Ding? Ja, genau. Ah. Okay. Die habe ich eigentlich auch recht gerne benutzt. So. Ich finde es ja geil, dass wir hier allen helfen und dann, ja, jetzt gehst du praktisch alleine, ausnahmsweise mit einem Koop-Partner. Ja, ist ja wie immer, ne? Isaac, es tut mir leid. No. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Perfekt. Hast du auch gerade hochgezielt? Einmal ganz kurz, ja. Ey, ganz ehrlich, du hast doch... Isaac hat doch Nicole aufgegeben. Irgendwie hört sich das... Ah ja, mehr oder weniger. Ach, wir sind wieder hier. Irgendwie gefällt mir das mir nicht. Auch was ist denn hier? Ist da so ein Riesententakel? Naja. War das war eben noch nicht, ne? Nein. Ich glaube auf diese... Was? Wir müssen auf die Dinger schießen bestimmt, oder? Oh, scheiße. Alter, halt dich mal auf zu bewegen da, du Ding. So, das war eins. Ich würde sagen, wir fahren am besten das Ding einfach runter, ne? Ja, und dann wieder drehen. Wahrscheinlich. Also wäre geübt drin. Ja, ja, ja. Teamwork. Dreh schneller. Oh, wurde gerade irgendeiner angegriffen. Oh. C? Fail? Alter. Aha. Ja, läuft doch. Boah, wie oft ich da mit einem Plasma-Cutter drauf ballern muss, ey. Okay. Nochmal drehen? Ja. Naja, wir wurden ja unterbrochen, leider. Ach so, ich dachte, wir hätten das Vieh gegrillt. Nee, wir wurden ja unterbrochen. Hä? Lässt du das immer los? Nö. Anscheinend müssen wir das nächste jetzt drehen. Wir müssen anscheinend das Zeug entfernen. Ah. Das kann sein.
Wie gesagt, ich habe es mal gespielt, aber ich kenne mich nicht komplett aus. Da kommt bestimmt gleich irgendwas. Das kann gut sein. Ja, da kommt was. Ich glaube, bei Kira macht's schon. Ah, da zwei Stück, leck mich am Arsch. Oh, oh, wie viel Schaden der Plasma-Cutter einfach macht momentan. Die kommen einfach angerannt und gut ist, ne? Die sollten mal so ein Glöckchen um den Hals tragen. Ne? Oh, scheiße. Ja, man kann sich, ich will mich umgucken, aber es geht nicht. Ah, okay. Oh, oh. Dann verschwinden. Okay, okay, hinter uns ist vor uns auch. Vor dir. Oh, oh, neben mir auch. Hilfe, überall. Au, au. Alter, jetzt stirb doch. Ja, stopp. Das ist ich versuche gerade den Tentakel ein bisschen. Boah. Schön geslowt. So, okay, der ist tot. So, das war das. Okay, das Ding ist auch weg. Ich muss erstmal wieder ein Medpack stratzen. Mach das, mach das. Habe ich auch gerade eins genommen. Oh, da ist noch ein Halbleiter gewesen. Scheiß auf die Alien-Seuche hier. Wir nehmen erstmal Material. So sieht's an. Ja, brauchen wir sowieso. Achso, du hast das schon gut. Dann dreh ich mal. Oh, 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 oh. Oh, oh, zum Glück habe ich das Ding getroffen. Ja, toll, ey. Jetzt treffe ich. Na gut. Gut, dass du noch im Spiel drin bist. Ich konnte es jetzt leider nicht treffen, aber war egal. Achso, okay, du drehst schon. Gut, die Stase hat ja getroffen, oder? Ja, die Stase schon, aber ich konnte nicht mehr treffen, weil irgendwie da die Spitze von der Tentakel genau vor war. Nachladen. Und das ist das mit dem Sound, den ich manchmal meine, ne? Ah. Hier und da passt er und da kommt es hier so krass laut. Ja, ich hab, wenn du da generell einstellst. Das Gefühl, dass die. Warte jetzt, Alter. Die Tonspuren sind ein bisschen komisch abgemischt teilweise. Manches ist extrem leise und manches ist dann wieder halt normal. Ja. Okay, was ist das hier? Müssen wir eigentlich da lang? Ja. Ja. Nee, doch. Ja, doch. Ja, nee, doch. Aber wir müssen hier runter. Super. Möchtest du ja, vorgehen? Komm, ich ja, geh mal runter. Was soll's, ne? Was kann da schon Schlimmes auf uns warten? Nichts. Boah. Ist doch bestimmt alles gut. Ach. Ach, bisschen Blut hier. Schöner Boden. Minipack. Okay. Also wirst du bestimmt Munition oder so haben. Hinter dir in dem Regal? Ja, ich hab so eine Art Gel. So. Also kriegt hier jeder wirklich seinen eigenen Scheiß. Ach, oh nein, jetzt müssen wir. Wo ist hier eine Stase? Hammer. Ah, da. Wir fahren einfach mal los. Mal gucken, wie oft wir sterben. Okay, wie hält der, glaube ich? Das reicht, das reicht. Okay. Yay. Du bist durch. Okay, ich warte mal kurz. Wow, das Alter. Oh. Bin ich aber. Oh, los. Ich hoffe, deins reicht noch. Hilfe! Hast du gesehen, wie knapp ich beim zweiten durch bin? Ja, nicht so richtig. Ich musste bei mir darauf achten. Ey, geh weg. Deine blinden Passagiere. Ich war fast schon drunter und hab dann erst geslowt. Gerade rechtzeitig. Boah, okay. Das war Luck. Nee, ich musste gerade bremsen. Das geht ja hier nicht so schnell. Ah, da ist die Tür. Boah, dieser Körper, der geht mir auf die Nerven. Diese Geräusche gehen mir aber auch auf die Nerven. Welche jetzt? Ach, ich glaube, das war die Tür, aber die geht mir auf die Nerven. Was war das? Ich war das. Dann ist gut. Du bist mir mit deinen roten Augen nicht ganz geheuer, ne? Ich bin böse. Wow! Alter! So. Das war doch nicht alles. Ich überlege, was? Ich nehme glaube ich auch die mal. Alter, warum kommt denn hier direkt weg. Einer? Du nimmst jetzt die MP, wa? Ich habe gemischt. Ich habe jetzt Plasma-Cutter und MP. Ah, cool. Das geht auch? Ja, du kannst ein oberes und ein unteres Tool ranschrauben. Okay. Und dann kannst du halt zwei Waffenarten miteinander verbinden. Ah. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn es geht. Ja, das dann, geht. Dann, ist ja cool. Wäre nicht schlecht, weil der Plasma-Cutter schießt mir ein bisschen zu langsam. Mm. Was ist das hier? Und hat keinen Knockback. Ah, Event. Dann drücken wir mal. Warte, auf Partner. So, wie ging das jetzt? Hallo? Wir müssen da immer die Dinger treffen, genau. Und das wird später noch relativ kompliziert. Bleibt aber immer recht simpel. Also wir müssen einfach immer nur da hingehen und dann in der Zeit das halt schaffen und es wird dann schneller wahrscheinlich, ne? Nee, bestimmte Wege sind später versperrt. Ach so, und okay. Dann muss man immer einen bestimmten Weg gehen und so. Das ist echt cool. Ist ja cool, dass die Rätsel mit eingebaut haben, so.
Ja, sind meist recht simpel. Ja, aber trotzdem gab es ja nun... Ist immerhin. Ja. In den anderen Teilen nicht so. Ach verdammt, wir können nicht gleichzeitig durch eine Tür gehen. Du bist zu dick. Hör mal auf, immer da oben zu schießen. Ich erschreck mich immer. Ich trau ja scheiße dann nicht. Ja, aber das ist doch... Naja, das ist wenigstens das Geräusch weg, wenn das Vieh reinkommt. Ja, aber dann hört man dann hier, weißt du, kommt's runter wie Ninja und tötet uns. Ja. Fistet uns. Ist klar. Mit den super tollen Krallen. Ja. Ups. Erfolg? Ein Bock schießen. Was, war's ein Erfolg? Ich hab diesen Elchkopf abgeschossen. Oh mein Gott. Ach, das Bild ist ja auch wieder super. Ellie, komm mal hier. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Kauber, was ist da los? Abschalten. Isaac! Abschalten. Hey! Abschalten! Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Eine Tür. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Klar, oh, hört sich ja schon mal super an. Die Heimat der Marker. Wir haben sie noch nicht schwer genug. Wo ist denn hier ein Elchkopf? Ach, hier. Ja, dann habe ich mal... Oh, da ist noch Der ist aber ab. Ich kann den nicht nochmal abschießen. Manu, ist zu spät. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Hier ist noch Zeug. Okay, ich komm. Schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche? Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Okay, ich habe noch einen Textlog. Lass hören. Abschalten. Was? Abschalten, sagt er. Abschalten in meinem Kopf. Er spricht zu mir, sagt mir Dinge, die nur ich hören kann. Nur ich. Abschalten. 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 Und das wird weggehen. Es wird alles aufhören. Derjenige, der das geschrieben hat, war bestimmt gesund. Achso, das hast du schon abgespielt? Okay. Ne, eigentlich nicht. Okay. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen könnten. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Göttiger Gott im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl ein Scherz sein. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General, weggetreten. War okay. Der General mal bei Sinn, ne? Kannst du das ja eigentlich sehen, dass ich das aufhab? Mach's auf. Ich hab so einen Datenbankeintrag wegen so einem Artefakt. Nee, das sehe ich nicht. Persönliche Aufzeichnungen. Ellie Langford. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde, wenn er mich wieder sieht. Er hat viel durchgemacht. Einen großen Teil davon habe ich gemeinsam mit ihm durchstanden. Als ich ging, wusste ich, dass ihn das alles belastete. Aber er tat nur, was er immer tat. Er verdrängte es, verschloss es in seinem Inneren. Ich fragte ihn, wann er sich seinen Dämonen stellen würde, und er antwortete, dass manche Dinge lieber im Verborgenen bleiben sollten. Dass es nicht gut sei, die Vergangenheit ans Tageslicht zu zerren. Es kommt mir wie eine Ironie des Schicksals vor, dass wir uns nun in dieser 200 Jahre alten Flottille wiedersehen und genau das machen. Aha. Also ist dieser Eisplanet der vom Anfang, von dem Intro, Tutorial? Ja, und war das jetzt wirklich... Warte, das hab ich doch... Ich hab nicht... Von Ellie? Das war von Ellie, ja. Okay, wie wusste die, dass ich hier bin?
Und ich habe keine Ahnung, wie die das... vielleicht ist sie schnell hergerannt, hat es sie versteckt und ist dann wieder gegangen. Ja, ja, ist interessant. Okay, Leute, also vielleicht habt ihr das mitbekommen, wenn man hier drauf schießt, kriegt man ein Achievement. Ja, da müsst ihr dann mal beim Rick gucken, weil ich krieg da kein Achievement. Ja, den muss man von da oben abschießen halt. Und, gemacht. Ja. Achievements sind halt voll cool und alles. Ja, da kriegt man voll die geilen Origins-Punkte. Und die sind gut für... Einfach für alles. Da kann man, da kann man Dinge mit anstellen, das ist unglaublich. Die sehen einfach nur gut aus. Das ist doch auch schon mal was. Und der berühmte E-Pin. Sagt dir nix? Mir? Was? Sagt dir das nix? Der E-Pin. Der E-Pin? Gearscore und so weiter in MMOs. Ach so. Der Internet-Schwanzvergleich hier. Ach so. Ich find's immer interessant. Ist mir eigentlich Musik? Völlig egal, ob man wie viele Punkte ich irgendwo hab. Ich find's immer interessant, wenn Leute wirklich die Achievements nur der Achievements wegen machen. Was ist denn hier? Eine Tür? Ja, die war doch eben auch schon. So, da sind wir hergekommen, oder? Na, dann geh ich mal hier durch. Ey. Guten Tag, General. Auf mich zu schmeißen. Diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing, und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Okay. General, danke für Ihre Zeit. Finde ich immer interessant, so kleine Zwischendinge. Ich habe noch so einen Eintrag. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Ach so, das wiederholt sich. Admiral Marjorie Graves an gesamte Crew der CMS Roanoke. Ich möchte jedem einzelnen Crewmitglied für die Teilnahme an dieser historischen Expedition danken. Nie gab es einen würdigeren Grund oder düsterere Umstände als die, denen wir uns heute gegenüber sehen. Zwar haben die meisten von Ihnen keinen Zugang zu den vollständigen Details dieser Mission, dennoch sollten Sie Folgendes wissen. Unsere Hoffnungen und Träume für eine Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonie liegt in Ihren fähigen Händen. Verstehe, na, die fähigen Hände waren für den Arsch. Kaufmann hat verschissen, ey. Der ist doch tot. Oh! Alter, was bist du für einer? Nein, du kannst nichts. Ich hasse die Krabbler. Okay, der ist tot. Halbes Magazin drauf. Alles gut, ich. Jetzt ist er tot. Alter, willst du mich verarschen? Wieso zu mir? Erstmal ganz gut. Isaac ist nämlich der böseste von allen. Deswegen muss man immer auf Isaac. Ey, wie die einfach nur schlucken, ey. Und so schnell sind sie auch noch, ey. Ich glaube, hier muss man... Ich hasse das, dass die nicht mal nach hinten geworfen werden oder so. Ich glaube, hier muss man echt ein bisschen mehr mit Starza arbeiten, wa? Es geht schon. Okay, wir müssen hier durch die Tür. Waren wir hier schon in der? Weißt du das? Was? Wohin? Hier geradezu. Da lang? Nee, wir müssen durch die hier. Aha. Da war eben zu, aber ja. Hier geht's ja auch noch rein. Aber steht Lagerraum. Da gehen wir definitiv lang. Oh, was haben wir denn hier? Ein Upgrade-Platinchen. Clip. Mit dem Clip meintest du ja, kann ich, die Magazingröße. Genau, und dann mal hier Schrotflinte. Genau. Oh, Schrotflinte-Bauplan. Cool. Oder so. Das kommt gut. Und Munition habe ich noch. Und das war's eigentlich. Yay. Not bad. Schrotflinte ist gut genug. Dann kann ich mir jetzt legitim eine Schrotflinte basteln. Ach so, mit dem Türen, durch Türen gehen habe ich immer mal Probleme. Ach, hier ist er wieder so schön hell. So viel heller ist es hier bei mir gar nicht.
Also, da bist du ja. Jetzt mal auf Eddie schießen. Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttel gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Ich hab den Arsch. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Du alter Schnüffler, du. Ich hab ihren Arsch mit Stase bearbeitet. Ach so, ja. Damit er nicht so wackelt. Das überlasse ich deiner Fantasie. So. Das war mehr ein Shuttle. Eigentlich wollte ich Chinese benutzen. Ja, funktioniert aber leider nicht. Nicht so gut, nein.